bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute ein mega leckeres Kartoffelgratin machen. Und zwar als allererstes benötigt ihr 1 Kilo Kartoffeln. Die habe ich schon geschält und in so dünne Ringler gehobelt. Mein Backofen habe ich auf 180 Grad Umluft schon eingeschaltet. Der heizt jetzt gerade vor und wir legen jetzt auch gleich los. Als allererstes brauchen wir geriebenen Käse. Und da habe ich wieder einen Cheddar. Da werde ich jetzt 100 Gramm in meinem Thermomix zerkleinern. Und zwar 5 Sekunden Stufe 6. Diesen werden wir jetzt umfüllen. Und die brauchen wir dann später zum Überbacken. Aber ich habe in meinem Thermomix wahrscheinlich eine Idee. Mein Spargel. So sieht er jetzt mal aus. Mixtopf muss nicht gespült werden, da geben wir jetzt 300 Gramm Sahne dazu. Ein bisschen mehr, aber das ist egal. Also 300 Gramm Sahne und 100 Gramm Milch. Ich habe jetzt 320 Gramm Sahne und fülle das jetzt auf 400 Gramm. Dann kommt 1,5 Teelöffel Salz dazu. Dann habe ich hier jetzt so ein Knoblauchpfeffer oder Kräuterpfeffer. Da gebe ich jetzt einen Teelöffel dazu. Es stürmt heute ohne Ende. Etwas frische Muskatnuss. Das war's schon. Diese Zutaten wollen wir jetzt 30 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. So, und wer jetzt sagt, er hat schon einen geriebenen Käse zu Hause, der kann natürlich alles auch in einer Schüssel schnell verrühren. Nur, ich habe jetzt meinen Käse reiben müssen und da war mein Thermomix eh schon dreckig. Aber wie gesagt, das kann man natürlich auch in einer Schüssel machen. So, und das Wichtigste habe ich natürlich auch vergessen, das Schüsselchen, mein Speck, also 125 Gramm Speck gebe ich noch damit hinein, geschwind. So. Jetzt habe ich eine Auflaufform. Da werde ich jetzt als allererstes ein paar Kartoffeln reinschichten. Dann gebe ich etwas von meiner Milchsahne gemischt dazu und wieder Kartoffeln. Schichte ich jetzt bis aufgebraucht ist. Und die letzte Schicht muss eine oder sollte eine Käse, also nicht Käse, Quatsch, Sahne-Mischung sein. So, jetzt habe ich mal einen Teil hineingeschichtet und jetzt gebe ich etwas dazu. Und jetzt die restlichen Kartoffeln. So sieht es jetzt schon mal aus. Also die zweite Schicht. Und jetzt kommt die restliche
So, eine Milchmasse darüber. Unser geriebener Käse. Das war's schon. Und jetzt ab in den Backofen. Ich zeig's euch mal. So sieht's mal aus. Wenn ihr das Kartoffelkarton nachmacht, dann schaut, dass ihr eine groß genug Auflaufform habt, denn die Sahne-Milchmischung kocht etwas auf und nicht, dass es euch überläuft. Also es ist, so, seht ihr es? Wer jetzt sagt, das ist zu wenig? Nee, glaubt mir, es passt optimal. So, jetzt bei 180 Grad Umluft in den Backofen, wenn ich merke, oh, der Käse wird jetzt etwas zu dunkel, gebe ich einfach ein Backpapier drauf und lasse es dann fertig garen. Circa eine Stunde im Backofen. So, und dann mache ich so ein Stäbchen-Test, wenn ich merke, oh, die Kartoffeln sind fertig, ist mein Kartoffelkarton auch fertig. Wir sehen uns später wieder. Ja, mein Karton ist nach 60 Minuten jetzt aus dem Ofen gehüpft. Ich zeige es euch mal. So sieht es aus. So, ich hole jetzt ein bisschen was raus, denn ich habe mein Hähnchenfleisch nehme ich jetzt im Backofen. Das werde ich jetzt auch überbacken, aber damit ihr es schon mal seht, wie das Karton innen dran ausschaut. Also ich habe dann die Stäbchenprobe gemacht. So. Kommst du mit? Ich will dich haben. Das flutscht. So lecker. Ich mag ja eh Kartoffeln. Ich habe jetzt dafür festkochende genommen. Also ihr könnt auch vorwiegend festkochende nehmen. Aber ich habe nur festkochende zu Hause. Und wie gesagt, eine Stunde, 180 Grad Umluft. So lecker. Und so nach 35 Minuten habe ich einfach ein Backpapier draufgegeben, damit es mir oben nicht verbrennt. Probiert es einfach nach, ist wirklich mega, mega lecker. Ich esse es nämlich als Beilage, es ist nicht das Hauptgericht, sondern als Beilage zu einem Fleisch. Die vegetarische Variante wäre, die Speckwürfel wegzulassen. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr es mal nachmacht und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.